Im nächsten Video werden wir uns ein System anschauen, wo Weiß frühzeitig den Zug G2, G4 spielt. Schwarz muss das nicht unbedingt zulassen. Es kommt darauf an, was er für eine Zugfolge verwendet. Das sehen wir aber gleich. Diesmal ist unsere Partie eine Bullet-Partie, also immer noch schneller. Die Partie zwischen Dubov und Radjabova, eine Blitzpartie. Und diesmal handelt es sich um eine 1 oder 2 Minuten pro Spielerpartie. Als Weiß, also für die weiße Seite, spielt Andrew Tang. Er führt die weißen Steine und mit Schwarz Magnus Carlsen. Springer C3, C6, E3. Und hier habe ich vielleicht schon gesagt, dass wenn Schwarz, also dass Schwarz Läufer D6 spielen kann, wenn er die kommende Variante verhindert möchte. Nach F5 gilt der Zug G2, G4 als giftig. Mit der Öffnung der Stellung signalisiert Weiß, dass er für einen taktischen Kampf bereit ist. Also das ist sehr brav in einer Bullet-Partie. Nun kann Schwarz entweder mit Springer F6 oder mit F mal G4 reagieren. Wir fangen an mit F mal G4. Dame mal G4, Springer F6 und Dame G2. Das ist das beste Feld für die Dame, die gleichzeitig auf G7 und D5 schielt. Objektiv mag Weiß etwas besser stehen, aber die Stellung ist sehr reich und kompliziert. Schwarz kann zum Beispiel C5 spielen, Springer F3, Springer C6. Er droht schon Springer B4, deshalb Läufer D2. Jetzt würde Springer B4 überhaupt nichts bringen, wegen entweder Turm C1 oder langer Rochade. Wenn nun C mal D4, E mal D4, D mal C4, mit der Idee nach Läufer C4 den D4 Bauer zu kassieren, würde Weiß lange Rochade spielen und das wird sehr gefährlich für Schwarz. Die Stellung wird geöffnet und sein König bleibt im Zentrum. Nach zum Beispiel Springer A5, also nicht nur um den C4 Bauer zu bewahren, sondern so dass der Läufer auf F1 bleibt, Turm E1, und Weiß ist bereit, entweder D5 oder Springer G5 zu spielen. Also das ist wie gesagt sehr gefährlich. Vernünftiger erscheint Läufer D7, lange Rochade, und nun nach Dame E7 kommt Springer E5. Schwarz sollte hier lange Rochade spielen und alles bleibt möglich, selbst wenn Weiß vielleicht ein wenig besser steht. Nach C mal D4 kommt E mal D4. Lange Rochade und nach Läufer E4 hat sich die Lage dieses Läufers verbessert und Schwarz steht ganz klar unter Druck. Das war Davutov Krasenkov Essen 2002. Springer H6 ist auch möglich. Also ich hatte gesagt, Schwarz könnte entweder Springer F6 oder F mal G4 spielen, aber der Zug Springer H6 macht auch Sinn. Wenn Weiß nun schlägt, ist Springer mal F5 möglich und natürlich steht der Springer viel besser auf F5 als auf G8. Weiß kann aber G5 versuchen und wenn Dame mal G5, E4. Auf Kosten eines Bauers wird er die Stellung öffnen. Der Springer steht diesmal vielleicht nicht so glücklich auf H6. Auf jeden Fall mit seinem Raumvorteil jetzt wird Weiß Kompensation für den Bauern haben. Nach Springer F6 ist es wahrscheinlich logischer,
das Zentrum zu öffnen, als E5 zu spielen, was aber auch eine gewisse Kompensation verspricht. Also E mal D5, C mal D5, C mal D5. Und Weiß gewinnt den Bauern zurück. Das wurde in Volkov Landa Perm 1997 gespielt. Magnus Carlsen wählte stattdessen den Zug Springer F6. Er wählte einen Entwicklungszug, was sehr natürlich scheint. G mal E5, E mal E5. Das ist auch die natürlichste Antwort von Schwarz. Schwarz hat schon Läufer B4 probiert. Er ist bereit, einen und vielleicht manchmal sogar zwei Bauern zu opfern, um seine Entwicklung zu beschleunigen. Das wäre auch interessant für ihn, dass die Stellung später geöffnet wird, da den Vorstoß G2 G4 einige Schwächer in dem weißen Lager geschafft hat. Jetzt wäre zum Beispiel F mal E6 relativ gefährlich. Läufer D3 sieht normaler aus. Weiß ist bereit, den Mehrbauer wieder zu geben, um seine Entwicklung voll zu enden. Er kann auch Läufer D2 spielen, Rochade. Und jetzt entweder Läufer D3 wieder oder Springer G2. Das wurde schon getestet und im Prinzip steht Weiß ein bisschen besser. In der Partie zwischen Tang und Carlsen spielte Andrew Tang, also ein Bullet-Expert, der Zug Springer F3. Läufer G2 macht auch Sinn, so wie Dame B3. Direkt auf D5 zu schlagen, etwas weniger. Dann würde Schwarz bestimmt mit dem Springer zurücknehmen. In der Regel soll Schwarz vermeiden, dass sein Bauer auf D5 vereinzelt wird. Nach C mal D5 würde Weiß wahrscheinlich diesen Bauer durch Springer E2, Springer F4, Läufer G2 und Dame B3 mehrmals angreifen. Also nach C mal D5, Springer mal D5 ist der richtige Zug, Springer GE2, und nun sollte Schwarz in der Lage sein, immer mit einer Figur auf D5 zurückschlagen zu können und wahrscheinlich, wenn möglich, nicht selbst auf C3 tauschen. Läufer E6 zum Beispiel und hier Läufer E2, Springer A6, Rochade und Springer AC7. Wie in einer Partie Volkov Malachow Enista 2001. Also, das war gut möglich. Springer F3 macht auch Sinn, so wie Dame B3. Nach Dame B3, wie gesagt, soll Schwarz vermeiden, dass er am Ende mit einem vereinzelten Bauer auf D5 bleibt. Das heißt, Dame B6 ist außer Frage. Das geschah in einer Partie Jakovic Alibajew Dubai 2001, wo Weiß auf D5 schlug. Dame mal B3, A mal B3, Springer D5, Springer D5, Springer D5 und dann Läufer G2, Springer C6, Springer E2. Jetzt geht Läufer E6 nicht wegen Springer F4 und nach Springer B4. Kurze Rochade möchte Weiß Läufer D2 gefolgt von Springer F4 spielen und Schwarz hat Mühe, seinen Bauer auf D5 zu halten. Zurück zur Partie mit Springer F3. Jetzt wäre Läufer E6 möglich gewesen. Carlsen hat aber den Zug Läufer B4 gespielt. Dame B3. 5, Läufer D2, Rochade, Turm G1, König H8. Und diese Stellung ist natürlich ultra scharf für eine Bullet-Partie mit vielen
Möglichkeiten für beide Seiten im Zentrum. Natürlich darf Weiß nicht mehr rochieren, also kurz rochieren. Er wird bestimmt seinen König am Damenflügel verstecken. Also für den Moment scheint der König nicht, also kein großes Risiko im Zentrum zu laufen, aber er kann bestimmt auch nicht permanent dort bleiben. Und das heißt, nach dem langen Rochade von Weiß werden beide Gegner ganz heftig den gegnerischen König angreifen. Es kam Springer E5. In diesem Fall nach C mal D5. C mal D5 ist die Lage vielleicht ein bisschen anders als was ich beschrieb. Das heißt, der Bauer auf D5 ist zwar vereinzelt, aber da es sich um gegenseitige Rochadenangriff handelt, ist es weniger wichtig. Also die positionellen Aspekte der Stellung, Faktoren, sind nicht mehr so wichtig, da es sich um Angriffe des gegnerischen Königs handelt. Also das heißt, C mal D5 wäre wahrscheinlich völlig in Ordnung für Schwarz gewesen. Weiß spielte aber Springer E5, Läufer E6, C mal D5, Springer mal D5 und Läufer C4. Weiß möchte eventuell auf D5 schlagen. Es kam Läufer mal C3 mit der Idee B mal C3, B5. Schwarz hätte es gern, dass Weiß auf D5 tauscht, auch wenn die weiße Stellung dann ganz spielbar, also immer noch ganz spielbar gewesen wäre. Zum Beispiel Läufer mal D5, und wenn Läufer mal D5 kommt, der Rückzug Dame D1 in Frage. Weiß möchte Dame H5 spielen, gefolgt von Springer G6, und ja, vielleicht müsste Schwarz in diesem Fall Dame H4 spielen. Die Stellung ist überhaupt nicht einfach einzuschätzen. Der Wert jedes Zuges ist sehr wichtig. Also wer schneller wird mit dem Angriff gegen den gegnerischen, gegen den Rivalen König, wird wahrscheinlich erfolgreich. Tang wählte aber Läufer F1. Da der Läufer auf E6 hängt, kann Schwarz nicht überall mit seinem Springer springen, um die weiße Dame anzugreifen. Das heißt, Springer mal E3 wäre wegen Dame mal E6 fehlerhaft. So wie wir das prüfen können, jetzt gewinnt Schwarz erstmal eine Qualle, aber die wird sofort verloren und Weiß droht matt auf G7. Der Springer auf A1 wird verloren, also im schlimmsten Fall nach Dame G8 kann Weiß die Damen tauschen und einfach den Springer gewinnen. Es kam aber Springer D7, was ein paar Bauern opfert. Springer C6, Springer mal C6, Dame C7, Läufer mal B5. Immer noch ist es nicht eindeutig zu sehen, wie Schwarz von dem Vis-à-vis zwischen dem Läufer und der Dame profitieren kann. Er nahm auf H2, lange Rochade, Dame mal F2, also ich weiß nicht wie viel Zeit die beiden Spieler hatten bei diesem Zeitpunkt, aber diese Stellung muss ja ultra schwierig sein zu spielen mit wenigen Sekunden auf der Uhr. Turm D1, das ist logisch. Dame H2, C4.
Springer B4, auch logisch, da Schwarz die Initiative bestreiten möchte. Irgendwann stand Weiß viel besser in dieser Partie, aber da die Stellung immer noch sehr kompliziert war, verlief er sich, verirrte er sich. Springer mal B4, A mal B4, Läufer mal B4. Das ist nicht am besten, wegen Turm mal A2, was Turm A1 droht. Also weder Läufer mal D7 noch Läufer mal F8 ist möglich. Deswegen hätte Weiß eher D5 spielen sollen, statt Läufer mal B4. Und nach Springer C5, Dame C2, Dame E5, scheint Läufer mal B4 für ihn gut zu sein. Und nun hängen viele Figuren in der schwarzen Lager und irgendwann könnte Läufer C3 wehtun. In der Partie geschah Läufer mal B4, Turm mal A2, König B1, Turm FA8. Nun war die Initiative in den schwarzen Händen und die Stellung ist plötzlich also sehr gefährlich für Weiß geworden. Läufer C3 mit der Idee D5, Springer F6, Läufer B2, ob was gegen D5 sprach, weiß ich nicht. Schwierig zu sagen. Wahrscheinlich Turm A3. Ja, das sieht gut aus. Die Dame darf nicht bewegen wegen Dame C2. Und das war vielleicht schon möglich und von Carsten verpasst. Auf jeden Fall kam Springer F6, Läufer B2, Springer E4, droht Springer D2, Dame mal A2. Und Schwarz stand nach Springer mal C4 ganz klar auf Gewinn. Aber mit einer Bullet-Partie ist immer was möglich. Also nicht jeder, der besser steht, gewinnt am Ende. Und Dame mal F5. Okay, diese Partie war ultra scharf, wie gesagt, und zeigt, dass das System mit G2, G4 sehr gefährlich für Schwarz ist. Er kann die ganze Geschichte mittels Läufer D6 vermeiden. Es gibt vielleicht auch ruhigere Wege, aber das ist wahrscheinlich am solidsten.